Für mich die wichtigsten Themen sind kulturelle, sprachliche Öffnung. Die Tatsache, dass man in Südtirol junge Leute mittlerweile fast kein Italienisch mehr sprechen, ist eigentlich skandalös. Also ich finde, da muss total viel noch gemacht werden oder kann noch ganz viel gemacht werden. Es muss unbedingt mehrsprachige Schulen geben. Also das heißt nicht, dass jeder in eine mehrsprachige Schule gehen muss, sondern wer will, soll gehen. Aber das Angebot muss es einfach geben in einer mehrsprachigen Region. Und kulturelle Öffnung im Generellen noch. Also es hat sich eh unheimlich viel getan, finde ich, in den letzten 20 Jahren, aber da ist noch unheimlich viel auch Nachholbedarf. Ich denke, generell kann jeder dazu beitragen, indem er sich minimal zu interessiert für das, was in der unmittelbaren Umgebung passiert, wo man wohnt, wie man arbeitet, wo man lebt, bei Initiativen dabei ist. Also ich bin selber dabei beim Filmschaffenverband, wo wir natürlich Dinge bewegen, aber zum Beispiel das Thema Schule, was für mich sehr aktuell ist, weil meine Kinder einfach im Schulalter sind, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich da auch engagiere, jetzt wirklich konkret in irgendwelchen Gruppierungen, also ja, zivilgesellschaftliches Engagement. So.